Wir sind hier bei Hasenkamp und vor mir steht Martina Fischer vom Jobcenter in Bochum. Sie haben hier heute eine neue Maßnahme vorgestellt. Was genau ist das? Wir haben hier heute ein großes neues bundesweites Beschäftigungsprogramm speziell für Langzeitarbeitslose vorgestellt. Dieses Programm wird in den nächsten 5 Jahren rund 33.000 langzeitarbeitslosen Menschen in Deutschland die Möglichkeit geben, in ganz normale sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse einzumünden und so eine wirklich reelle, echte neue Chance auf dem Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsmarkt zu kriegen. 33.000 bundesweit, wie viele wären das auf Bochumer Ebene? Wir haben in Bochum im ersten Aufschlag 160 Förderfälle, also 160 Arbeitsverhältnisse uns vorgenommen. Und wenn es gut läuft, würden wir das gerne auf 200 erweitern im nächsten Jahr. Und wie viele Firmen sind dabei? Wir haben heute den Auftakt mit 5 ganz namhaften Bochumer Firmen gemacht, also Arbeitgebern vom sogenannten ersten Arbeitsmarkt über Handel, Industrie, Handwerk, Dienstleistung. Und wir brauchen Firmen für 160 Arbeitsplätze. Das können 160 Firmen sein, das können aber auch 100 Firmen sein. Und was unterscheidet diese Maßnahme von vergangenen Maßnahmen? Im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung, auch sozialversicherungspflichtig, hat es schon eine ganze Reihe von Programmen gegeben. Dieses Programm ist aus unserer Sicht das bislang umfangreichste. Es ermöglicht eine möglichst lange Förderung, also die Arbeitsverträge werden von vornherein für mindestens 2 Jahre geschlossen. Und es ermöglicht den Lohnkostenzuschuss, den die beteiligten Unternehmen erhalten, ein ganz umfangreiches Dienstleistungspaket. Das fängt an von der Akquise geeigneter Betriebe und der Beratung dieser Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen, wo sie in ihrem Betrieb einen Menschen ohne Berufsabschluss oder ohne verwertbaren Berufsabschluss langzeitarbeitslos gut einsetzen können. Es geht über eine Begleitung nach dem Abschluss des Arbeitsvertrages. Dort werden sogenannte Coaches für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Verfügung stehen und sie bei Fragen, Problemen im Betrieb begleiten. Es geht bis hin zur Qualifizierung am Arbeitsplatz, also wirklich ein umfangreiches Rundumpaket. Und die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse sind voll sozialversicherungspflichtig, also auch zur Arbeitslosenversicherung, damit von einem regulären Arbeitsverhältnis am Markt nicht mehr zu unterscheiden. Also keine Jobs zweiter Klasse? Keine Jobs zweiter Klasse, ganz reguläre Arbeitsverträge. Und wie finden Sie das, dass das jetzt auch in Bochum startet? Wir sind begeistert, dass wir das heute auch mit dieser guten Resonanz von namhaften Firmen des ersten Marktes eröffnen konnten. Die öffentlich geförderte Beschäftigung hat in der Stadt Bochum eine gute Tradition. Seit Beginn der Argen und dann des Jobcenters haben wir immer wieder mit großer Unterstützung der Bochumer Unternehmer und Unternehmerinnen solche Förderprogramme fahren können. Das ist jetzt das Größte dieser Art und deshalb sind wir auch ganz zuversichtlich, dass uns das gut gelingen wird. Okay, vielen Dank. Gerne. Vor mir steht Thomas Eiskirch, Oberbürgermeisterkandidat der SPD und Landtagsabgeordneter aus Bochum. Wir waren hier gerade bei Hasenkamp und haben von dem Bundesprogramm gehört, welches Langzeitarbeitslose zurück in den Job bringen soll. Ja. Es ist ein Bundesprogramm. Was machen Sie als Landtagsabgeordneter eigentlich hier? Ja, ich bin Bochumer Landtagsabgeordneter und regelmäßig beim Jobcenter, um bestimmte Gespräche über den Arbeitsmarkt zu führen. Und Ende letzten Jahres hat mich im Rahmen dieser Gespräche Frau Fischer, die Leiterin des Jobcenters in Bochum, auf dieses Programm angesprochen. Es gibt ein bundesweites Programm aus ESF-Mitteln, europäischen Sozialfondsmitteln, was Langzeitarbeitslose wieder eine echte Beschäftigungsperspektive im ersten Arbeitsmarkt bieten soll mit wirklichen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Sie hat mich gefragt, schaffen wir das in Bochum? Was glauben Sie? Wie wollen wir sowas anpacken? Und wir haben 2 Sachen sofort gehabt. Das erste war der Name dafür, nämlich Bochumer Chancen, also Menschen, die länger aus dem Erwerbsleben raus sind, wieder eine neue Chance zu eröffnen, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Das ist eine Win-Win-Win-Situation für die Unternehmen, weil die Vermittlungshemmnisse abgefedert werden durch Lohnkostenzuschüsse, aber eben für die Menschen auch, um wieder Perspektiven für sich und ihr Leben, auch ihr Erwerbsleben zu bekommen und auch für die Gesellschaft. Win-Win-Win-Situation sozusagen, weil das natürlich wichtig ist für eine Stadtgesellschaft, ob Menschen ein Stück weniger mitmachen können in dem, was in Bochum passiert. Und deswegen ist es mir wichtig, mich zu engagieren. Und das Zweite war, was ich sofort spontan zugesagt habe, ich bin Feuer und Flamme, ich helfe da, wo ich helfen kann und habe gesagt, was richtig gut wäre, wenn wir doch einen wahrnehmbaren Auftakt hätten, wo andere davon hören und vielleicht auch mitmachen wollen. Und ein wahrnehmbarer Auftakt heißt, wir schaffen mal Kontakt zu Menschen, öffnen die Türen, ich öffne die Türen zu Chefs von Bochumer Unternehmen
um zu sagen, seid ihr dabei, könnt ihr einen oder mehrere solcher Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Dann habe ich mich ans Telefon gesetzt und habe sehr schnell den Kontakt gesucht und war in all den Fällen die Türen weit offen und haben sofort zugesagt, ja, wir sind dabei. Und das sind ganz unterschiedliche Unternehmen. Hasenkamp als Handwerksunternehmen, Rewe Lenk als Handelsunternehmen, die Deutsche Enningen als Wohnungsbauunternehmen, der Bochumer Verein als Industrieunternehmen und eben der VfL Bochum als sozusagen ein Akteur des öffentlichen Lebens in Bochum. Und diese Türen waren offen und jetzt geht man hindurch und ich hoffe, dass wir vielen Menschen, sind ja noch 152 weitere, weil 8 Arbeitsplätze stellen diese 5 Unternehmen zur Verfügung, 152 weitere zu schaffen. Und wie will man sicherstellen, dass das keine Jobs zweiter Klasse sind? Also erstmal, die Vermittlung geht wirklich in den ersten Arbeitsmarkt, komplett sozialversicherungspflichtig, auch, und das ist ein Unterschied zu früheren Programmen, in die Arbeitslosenversicherung selbst einzahlt. Zum Zweiten ist die Zeit deutlich länger als bei alten Programmen. Das heißt, die Verwurzelung in den Unternehmen ist viel stärker, wenn man die richtigen Personen findet. Und ich glaube, wir finden das in Bochum. Wir können das finden in Bochum. Da wird die Jobagentur, das Jobcenter, einen guten Job machen. Okay, vielen Dank. Gerne.